Ja, einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer 12. Lounge, gestreamt aus dem Theater im Delphi in Berlin-Weißensee. Heute Abend heißt unser Thema Sommerträume. Und was gibt es Schöneres an einem so lauen Sommerabend wie heute, auf dem Sofa zu sitzen, Wein zu trinken und dabei der lauten Kompanie zuzuhören. Heute Abend spielen für Sie Ivo Nitschke Perkussion und Marimbaphon. Ulrike Becker spielt Viola da Gamba. Friederike Otto spielt auf dem Zink. Birgit Schnurpfeil auf der Violine. Und Hans-Werner Apel spielt Theorbe und Barockgitarre. Ich bin Wolfgang Katschner und spiele auch auf der Laute. Sie hören heute Abend Musik aus der Renaissance und aus der Zeit des Frühbarocks. Und begonnen haben wir mit einer Gioconda von Andrea Falconeri. Es folgt jetzt Musik von Heinrich Schütz, Rorate Tschöli und O süßer, o freundlicher. Geistliche Konzerte sind das von Heinrich Schütz, die wir hier instrumental spielen. Und dann gibt es eine Galliard von Samuel Scheidt. Bei all dem wünschen wir Ihnen viel Spaß. Thank you.
Machen wir einen Zeitsprung zurück in die Renaissance zu Musik von Guillaume Dufay. C'est la face à Pâle heißt das erste Stück. Danach gibt es eine Musik aus dem Rossi-Kodex, eine Ballata, Lucente Stella heißt dieses Stück und wird hier nicht gesungen, sondern vom Zink allein gespielt. Danach gibt es noch einmal Guillaume Dufay,
Ave Regina Celorum heißt die kleine Motette, die Sie dann hören. Danach folgt ein Stück von Philip Glass, New World, und ein weiteres Stück von Guillaume Dufay, Ave Maris Stella. Thank you.
Das war Ave Maristella von Guillaume du Failly, ein Komponist aus dem 15. Jahrhundert. An dieser Stelle habe ich das große Vergnügen, das Rätsel aufzulösen von unserer letzten Lounge, im Juni war das. Und da haben wir Ihnen
ein Stück Musik vorgespielt, das sich sehr nach Western anhörte, und Sie gebeten, den Titel des Films zu erraten. Das haben Sie eigentlich alle geschafft, die uns geschrieben haben. Das waren natürlich die glorreichen Sieben, deren Musik da zu hören war. Und wir haben jetzt schon heute vor unserem kleinen Auftritt in einer langen Prozedur im Keller dieses Hauses die Gewinner ermittelt. Und die sind Andreas Morell, eine Person, die sich Gretchen genannt hat, und Carola Schüttmat. Ihnen allen darf ich sehr gratulieren zum Gewinn einer unserer wunderbaren CDs. Es gibt noch eine Lounge, gestreamt in diesem Jahr, nämlich in der kommenden Woche, am 21. Juli, können Sie meine charmante Nachbarin Ulrike Becker wieder treffen, virtuell natürlich nur. Und sie bringt Freunde und Kollegen aus fernen Ländern, aus Sachsen, aus Holland. Du selbst kommst ja auch aus Sachsen-Anhalt. Sie bringt also Menschen, Musiker aus fernen Ländern mit. Sie nennen sich dann Grundmann-Quartett und zelebrieren Musik von Schubert und Mahler. Darauf können Sie sich jetzt schon ein bisschen freuen. Es geht dann weiter, indem es nicht weitergeht, nämlich nicht weitergeht es mit den gestreamten Lounges, und weiter geht es hier live unter Corona-Bedingungen und mit Spezial-Super-Sonder-Hygienekonzept und einem Programm mit Musik von Erik Satie. Dieser Abend wird Stücke in Form einer Birne heißen und verspricht tief und hintergründige Unterhaltung. Jetzt aber schließen wir den heutigen kleinen gestreamten Abend ab mit Musik von Claudio Monteverdi, Pulcraes, die kleine Motette für zwei Soprane aus der Marienvesper, hier gespielt von Violine und Zink. Dann eine kleine Gioconda von Francesco Cavalli. Und das letzte Stück des heutigen Abends, und noch einmal passend zu unserem Thema Sommerträume, Andrea Falconeri, Soave Melodia. Und dann sind Sie bestimmt alle schon längst auf Ihrer Hollywood-Schaukel eingenickt. Einen schönen Abend weiterhin und bis bald. Tschüss. Thank you.
Musik.